Hallihallo, willkommen zurück zu World of Tanks, beziehungsweise im Browser. Ich habe mir jetzt wegen der letzten Runde mal das Tanks GG aufgerufen, das gibt's noch. Finde ich sehr schön. Habe mir den Cinnamon rausgesucht und so in etwa müsste man stehen, damit es klappt. Sieht man jetzt hier etwas schlecht. Für alle, die es nicht kennen, erkläre ich es mal ganz kurz. Kann sich hier über die Tanks den entsprechenden Panzer raussuchen mit Filtern über Nation oder einen Forschungsbaum oder ja, ne, da kann man sich zurecht basteln, was man suchen will. Und dann hat man sein Modell hier und bekommt das erstmal so angezeigt. Das müsste hier die Spaced Armor sein. Also Ketten und hier diese Gunblende und der ganze Krams. Das ist die eigentliche Hüllenpanzerung. Maximal 254 scheinbar. Genau ist hier vorne das. Und wenn man jetzt mit der Maus hier drüber geht, sieht man schon genau der dritte Wert, diese 76,2. Das ist der Panzerungswert an dieser Stelle. Hier oben haben wir dann 130 mm. Hier sind 44. Achso, das ist. Ah, ja, genau. Verstehe. Ja, auf jeden Fall sieht man hier so die einzelnen Panzerungswerte, ne? 76,2 jetzt an der Seite wieder. Und dadurch, dass die gewinkelt ist und wir nicht gerade drauf schießen, sondern eben in diesen Winkel, dieser Effective Angle von 51,4, ergibt das eine effektive Panzerung von 208 mm. Das ist eben, was man mit dem Sidescrabben hier nutzen möchte. Genau, da haben wir jetzt hier den Winkel so erhöht, dass wir hier zu so einem Ricochet kommen. Das ist, glaube ich, wenn es dreifach der Panzerungs- oder der Durchschlagswert oder sowas ist, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, das ist ein wenig her. Wenn man jetzt hier das Rote, das bounced, da hast du eine ganz, ganz geringe Chance. Und hier steht jetzt Bounce dabei. Genau, was haben wir? Wir hätten ein. Wo steht's denn? Penetration 220 mit AP. Und hier haben wir 291. Selbst mit einem High Roll wird nichts. Geht weg. So, was man jetzt hier hat, zum Beispiel mit dem Ricochet, den Bounce. Na, der Winkel ist so beschissen. Also ab Winkel XYZ hast du diesen Auto-Bounce, dieses Ricochet, denke ich mal, müsste das sein. Kommt hier an, bounced hier ab, fliegt hier dran und bounced. Ja. Also Ricochet, dann bounced. Deswegen hast du hier diese 44,4 und die 254, weil du zuerst hier drauf schießt, dann diesen Ricochet hast und hier dran wirst du bouncen. Das ist so dieser Grundtenor. Und diese Ansicht hier ist ein bisschen doof. Besser ist dieses Live. Da sieht man das Grundmodell mit den einzelnen Zonen. Recht schön, was auch geht, ist dieses Hybrid. Dann hast du das normale Panzermodell. Da findet man sich vielleicht ein bisschen besser zurecht. Aber wenn du hier hinschießt zum Beispiel, hast du halt null Effekt. Der Vorteil von diesem Live ist jetzt eben, dass ich hier, wenn ich die Maustaste gedrückt halte, kann ich den drehen. Ja, und da sieht man eben live, wie sich das verändert. So, wenn ich jetzt ein bisschen erhöht stehe zum Beispiel, kann meine Wanne verdecken. Und, Gottes Willen. Und kann dann nach unten schießen. So hier in etwa. Ne? Dann ist die Oberwanne ist ein Bounce oder sehr, sehr schwach. Die Chance, das zu dir schlagen. Und hier an der Seite hast du dein Auto-Ricochet. Das Einzige ist dieser Knubbel hier. Wenn du da drauf feuerst, dann hast du ein Problem. Also der Panzer ist wahrscheinlich eher so über die Hügel drüber lupfmäßig. Die Kommandantenluke ist weg. Wir standen vorn eher so hier. Mach mal so. Dann bist du um die 20 Grad hier. Da kannst du hier dieses Ricochet provozieren.
Hast hier allerdings eben durch diesen Knubbel das Problem, dass da wenig Panzerung ist. Hier könnte man vielleicht auch noch rein, aber da brauchst du wieder Trefflak. Hier oben, da hat er uns getroffen, brauchst du auch das Lack zu treffen. Ja, ich meine, die Deutschen, die sind halt präzise, ne? Da kommst du eben durch. Was halt das Problem bei dem Panzer ist, wenn du das übertreibst mit Winkeln, da ist, das geht von Autobounce zu Autodurchschlag. Da ist nichts mit. Ja, so müsste man stehen, maximal. Und dann hast du halt, wenn du das jetzt anguckst, so ungefähr musst du jetzt schießen. Aber hast du immer noch hier oben die Kommandantenkuppel, wo du hinkommst. Und wenn jetzt hier zum Beispiel die Häuserecke ist, hast du immer noch diesen ganzen Bereich, der kritzgrün ist. Also Sidescrappen mit dem Panzer ist nicht wirklich sinnvoll. Zumindest, wenn der andere weiß, was er macht. Sinnvoll ist es wirklich, auf der Hügelkuppe zu stehen. Einfach so hier. Und dann nach unten zu ballern. So hier in der Richtung. Das versteckt hinterm Hügel. Oh, aber dann kannst du zeigen. Das ist so gut wie keine Chance. Ja, was ich jetzt ein bisschen schade finde, du kannst halt nur mit der eigenen Kanone vergleichen. Wenn ich jetzt mal die kleine hier nehme zum Beispiel, dass die hast du jetzt einen Bounce. Weil die hat nur 150 Durchschlag und die hat 200 Autos, das ist auch ein ordentlicher Unterschied, 280. Na, dann hast du hier zumindest noch eine minimale Chance mit einem Highroll hast wahrscheinlich. Ja. Aber ich würde hier gerne einen anderen Panzer auswählen. Dass ich sage, ich sitze jetzt, also ich, keine Ahnung, ich grinde gerade ein KV-4 oder so. Und ich habe immer Probleme mit dem Panzer. Wie komme ich da jetzt durch? Jetzt hat er aber nicht unbedingt dieselben Durchschlagswerte wie der. Könnt ihr mal gucken. Fullist machen wir mal. Das ist auch ein Achter. Ein Heavy von den Russen. KV-4. So, da haben wir jetzt bei der Kanone 320. Haben die das geändert? Der hat immer so eine schwache Kanone gehabt. 122 hat sogar 390. Okay. Ich dachte, er hat immer so eine schwache Kanone gehabt. Na gut. Jedenfalls, wenn du. Oder T44 meinetwegen. Gucken wir mal bei dem. Der müsste, wenn sie die Alarms geändert haben, auch ein Achter, aber ein Medium von den Russen T44. Genau. Da jetzt mal reingucken. Ist das jetzt ein Witz? Die haben doch alle nur die 175er Knarren. Da bist du im Stockgrind und hast diese Wumme hier und willst wissen, wie du das machst. Wieso kann ich den da nicht hier für das 3D-Modell auswählen? Weißt du, wie kann ich mit dieser Kanone von meinem Panzer. Das fände ich halt ein bisschen schöner, ehrlich gesagt. Das fehlt mir ein wenig. Oder ich bin zu doof und sehe es einfach nicht. Keine Ahnung. Naja. Okay, würde ich sagen, genug gequatscht, genug Theorie. Wir wollten hier nochmal die nächste Runde fahren. Ich glaube, das müsste jetzt das letzte Aufwärmgefecht sein und danach geht's ins Haifischbecken. Jo, machen wir das mal. Auch die ersten 10 Minuten weg. So, wir hatten jetzt die Kollegen ausgewählt. Genau, alles soweit fertig. Erstes Gefecht, go. XVM weiß ich nicht, ob ich es falsch rüber kopiert habe oder ob der einfach nur erkennt, das ist jetzt gegen Bots, da lasse ich das komplett weg. Kann ich nicht sagen. Muss ich da mal in Ruhe probieren. So, jetzt mal die Chance und trinken ein Schlückchen. Können. Naja. Hinterher ist man immer schlauer. Ah ne, zwei Gefechte stand da. Geben Sie. Ach, da schon wieder das Ding. Das haben wir jetzt schon Tier 3, genau.
Und also würde ich sagen, selbe Taktik wieder in die Mitte. Nein. Ach, dauert das ewig. Also glaube ich, wenn du eine etwas schlechtere Innenverbindung hast, dass die Leute in Ruhe nachspawnen können. Oder einen schwächeren PC, dass das Laden der ganzen Grafikdateien und so weiter länger dauert sozusagen. Und da haben die auch ihre Chance reinzukommen ins Spiel. Ja, ich wollte gucken, ob die Lautstärke eigentlich passt. Ach Mann, so lange geht es. Mir kommt es gerade wieder sehr laut vor. Das Gute ist, hier ist der Schuss ohne Ende. Hallo. Das funktioniert richtig gut, Leute. So, einer ist durchgegangen, oder? Nee, ist er nicht. Die stecken wieder hinter dem Bunker da. Zwei wurden noch nicht gespottet. Sagt man, die Ecke looten. Geschossen, ich hab's gleich mitgekriegt. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ups. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Ach, da steht noch ein. Das kannst du mit AP wieder vergessen, mit HE. Da muss er mit AP ran. Aber ich wollte es mal ausprobiert haben. Wirkungstreffer. Er ging voll durch ihre Panzerung. Erwischt. Da ist schon Damage, der Sack. Der ist abgeprallt. Was machen wir denn? So, wir haben uns jetzt von hinten noch. Alter Vater. Jetzt haben wir gefressen, Leute. Wir haben schon wieder 7 Kills. Der ist wieder weg. Kommen wir da noch bei. Nee, schade. Ei, der Witzka. Da prügelt er irgendwas. Ich sehe nicht.
Fahrer im Arsch. Zwei, drei Schuss, sind wir tot. Ich will aber noch Damage machen. Tja, erneut. Bis wir dort sind, ist rum. Nein. Der steckt irgendwo dahinter. Damage abgegriffen, Leute. Ah, ich werde es aber schaffen. Sterben wir jetzt noch hier, wenn wir versuchen, runter zu krabbeln? Nee. Ups, geschafft. Ja. Schlechter. Na, ihr merkt halt, wenn sich die Gegner auf einen konzentrieren, ist ganz schnell vorbei. So, das kann man anwenden. Der Geruch des Sieges. Dritter Premium-Auftrag. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Sieht's denn aus? Gut Damage ausgeteilt, gute Erfahrung gekriegt, viele Kills. Sehr schön. Oh, sogar Spotting Damage haben wir gemacht, 5 aufgedeckt. Ein bisschen was gebounced haben wir auch. Ganz viele Crits haben wir gemacht. Ah, hier ist doch okay. Ist doch okay, Leute. Gucken, was wir forschen können. Wir haben 8000. Machen wir erstmal die Hauptsache hier. 4000 ist das, war mir nämlich klar. Und dann gucken, was übrig bleibt. Vielleicht reicht es ja für alles. Joa, siehst du. Warum den Scheiß jetzt gar nicht kaufen? Das gibt es jedes Mal oder was? Dann können wir einfach weitergehen. Geld haben wir mehr als genug. Nehmen wir mal eine neue Besatzung. Das mit dem Umschulen war irgendwie sehr kurios. Okay, kaufen. Gut. Das ist unser Dreier, gell? Genau. Dann verkaufen wir dich. Die werden entlassen. Na, verkaufen wir jetzt einfach. Das ist 2, 4, 8, 6, 0. Gut, dann machen wir hier. Hier rein. Genau. Da brauchen wir Munition. So viel können wir ruhig. So, dass wir wieder 20 mitnehmen. Okay. Dann haben wir unser letztes Aufwärmgefecht. Danach geht's rund. Würde ich sagen, nicht lang schnacken, wa? Sieht's hier aus beim Erforschen? Das würde mich nur interessieren. Ja, jetzt kommen schon etwas größeren Brocken an hier, ne? Na, guck mal. Da haben wir von einem anderen Panzer
310 Meter. Wollen ja nicht blind sein, ne? Machen wir gleich. Kommt gleich rein. Ach, jetzt können wir zwei kaufen. Okay, verstehe, verstehe. Gut. Dann letztes Gefecht. Ende Aufwärmphase. Jetzt geht's los. Schon wieder die Karte. Kann natürlich sein, dass der Kartenpool für die Aufwärmphase sehr begrenzt ist. Ja, nee, die Funkgeräte, das hat die Bewandtnis, wenn die Abstände zu groß sind zwischen den Panzern, kann da vorne alles aufgedeckt sein. Du siehst es aber nicht, weil dir keiner die Position durchfunken kann quasi. Das kannst du mit so einer kleinen Relaiskette, sag ich mal, ein bisschen überbrücken, indem eben 300 Meter weiter der nächste Panzer steht und dann nochmal 300 Meter. Dann kannst du so weit, wie die Sichtweite ist, das eben fortsetzen. Aber wenn eben einer auf 400 Meter steht, dann ist diese Kette davon. Und ich wollte die Sound einstellen können. Alzheimer ist was Feines, Leute. Jetzt haben wir oben den ersten kleinen Radatsch geklärt haben, gucken wir mal nach dem Sound, stellen wir noch ein bisschen zurück. Gut, haben wir abgewehrt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Okay, so war das jetzt. Nutzen wir die Chance. Einstellungen, Ton, Fahrzeuge. Okay. Ja, völlig ausreichend. Wirkungstreffer. Nein. So, ich habe gekettet. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Sehr gut. Nein. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Gegenfahrzeug ausgeschaltet. Versuchen wir uns mal hier rüber zu krabbeln. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. Nur treffen wir gut. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, gut, zu früh gefolgt.
Nee. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. Erstmal wegmachen. Durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wer steht da umwinkelt? Kleiner Sack. ABCR schießt er, der kleine Sack. Schön auf den anderen. Nein. Und wieder weg. Ja, das ist halt, wenn man so großartig bewegt, ne, trifft man dann schnell. Wollte ich mal mit HE draufballern. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. So. So ein PT-7 ist HE da was Feines. Und den jetzt nicht so. Zack. Ja, der ist in der Konstellation nicht so geil. Wirkungstreffer. Der macht ordentlich Damage und ist gut gepanzert. Ich weiß nicht mehr, wo der M4 ist. Ne, M5 war das gewesen. Da ist er. Ein paar Schuss brauchen wir schon noch, ne? Ich bin für den M5 ein One-Shot. Uncoole Nummer. Ah, die gar nicht mehr weg. Gut, gut. Oh, hat aber ordentlich geschossen. Naja. Was ist da trotz ordentlichem Winkel? Ja, ohne Grundpanzerung ist halt eine 91 Panzerung, 404 Durchschlag. Da war es das. Gucken wir noch anderen zu. Der ist auch nicht mehr so fitte.
rechts. Der ist auch schon tot. Ah, T28. Der hier macht ein bisschen Palette, ist auch noch ganz gut mit Schuss. Komm, den. Ein Schuss noch los. Frisst aber ordentlich, ne? Komm, jetzt den kleinen noch zwei Schuss, dann bist du durch hier. Nein, 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 nein. Nicht so ungeduldig. Oh, Kerle. Und plopp. Ausgezeichnet. Nun gut, nicht überlebt, aber hat meines Erachtens einen Malus auf die Panzerbesatzung. Wenn die überleben oder unverletzt sind, dann gibt es mehr XP für die. Aber 5000 ist doch okay. Verdreifachen wir gleich. Battle Pass Punkte verdient. Battle Pass Punkte verdient. Wir bleiben im Boot. Große Ersatzteilkiste. Ich habe keine Ahnung. Was Intelligenz beweisen. Ermöglichter Schaden. Aha. Okay, okay, okay. Wie sieht's aus? Oh, guck mal hier. Ist doch ordentlich. Gut, okay. Jetzt haben wir nur noch Zufallsgefechte. Und dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Halbe Stunde ist um. Reicht. Gibt's hier noch was anderes zu sehen? Bötchens. Eine Bar. Das ist mein Platz. Ach, das ist ein Mädchen hier. Oder ist das ein Junge? Der hat eine Mütze auf. Kann doch ja auch ein Junge sein. Hotels. Schön gemacht dieses Jahr. Okay. Wie gesagt, wir sehen uns. Was ist jetzt zum Statistik? Das kenne ich noch nicht. Das gucken wir mal schnell gemeinsam an. Kreditpunkte. Nischt. Anleihen. Ach, das sind Anleihen. Wofür sind Anleihen? In dieser Sitzung bedient Anleihen nichts. Wahrscheinlich, weil nicht gewertet. Nach Fahrzeugen. Okay, gut. Das sehen wir dann, denke ich mal, ab der nächsten Folge. Und bis dahin, wie gesagt, macht's gut.